Hallo Kinder, ich heiße Wassertröpfli und arbeite bei der Wasserversorgung der Stadt Zürich. Ich werde euch in diesem Kurzfilm zeigen, wie in der Stadt Zürich Trinkwasser produziert wird. Übrigens, ich befinde mich momentan in einer von insgesamt 21 Reservoirkammern, wo wir bis zu 20 Millionen Liter Wasser auffassen können. Unser Trinkwasser wird aus drei natürlichen Ressourcen gewonnen. Hauptsächlich aus unserem wunderschönen Zürichsee und zwei kleinere Mengen aus Quellwasser und Grundwasser. Das Seewasser wird in etwa 30 Meter Tiefe gefasst und ins Wasserwerk hochgepumpt. Mit einer Vorozonung werden Bakterien und Algen unschädlich gemacht. Das Wasser durchläuft danach einen Schnellfilter aus Quarzsand und Bims, danach läuft es durch den Aktivkohlefilter, und zum Schluss fließt das Wasser durch den Langsamfilter, wo sich feine Sandschichten befinden. Somit ist das Seewasser gefiltert und zu Trinkwasser geworden. Übrigens, habt ihr gewusst? Die Wasserversorgung Zürich wurde 1868 vom Stadtingenieur Arnold Bürkle gegründet. Das Quellwasser spielt in der Schweiz eine wichtige Rolle, vor allem im Voralpen- und Alpengebiet sowie im Jura. Quellwasser ist normalerweise von sehr guter Qualität und eignet sich ausgezeichnet als Trinkwasser. Das Prinzip einer Quellwasserfassung ist einfach. Der Regen fällt auf den Boden, welcher das Wasser wie ein Schwamm aufnimmt. Es sickert durch die Humusschicht und die verschiedenen Gesteinsschichten. Das Wasser fließt so in die tiefer gelegene Brunnenstube, welche aus zwei Kammern besteht. In der ersten Kammer wird zunächst der mitgeführte Sand abgelagert. In der zweiten befindet sich ein feines Sieb, das die letzten Feinstoffe zurückbehält. Eine dicke Röhre leitet das nun klare Quellwasser zum Reservoir, welches in der Regel noch etwas tiefer liegt. Nach der letzten Eiszeit wurden im Schweizer Mittelland große Kies- und Schottermassen abgelagert. Der Bohrenraum dieses Materials bildet ein gewaltiges Speichervolumen, welches mit rund 56 Milliarden Kubikmeter Wasser gefüllt ist. Grundwasser muss im Gegensatz zum Quellwasser gepumpt werden. In den Wänden des Brunnenschachtes sind kleine Schlitze angebracht, damit das Wasser in den Schacht einfließen kann. Das Grundwasser wird dann an die Oberfläche gefördert. Das Trinkwasser kann nun ins Reservoir gepumpt werden, um danach ins Versorgungsnetz zu fließen. Die Reservoire liegen oberhalb des Verteilnetzes. Mit dieser Höhendifferenz zu den Haushalten ist ein konstanter Wasserdruck gewährleistet, sodass das Trinkwasser ohne zusätzliche Energie aus dem Wasserhahn fließen kann. Mit den Reservoiren können die Verbrauchsspitzen problemlos gedeckt werden. Damit alle Haushalte den gleichen Wasserdruck haben, ist das Verteilnetz in verschiedenen Druckzonen unterteilt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch bei der Führung weiterhin noch viel Spaß.